Guten Morgen, schön, dass du und ihr alle wieder hier seid auf meinem Kanal. Ich freue mich immer voll. Und ja, also wir starten hier einfach mal durch. Ich habe hier eine Paste, die habe ich schon angerührt. Du siehst, die ist sehr, sehr fest. Also hat eine super feste Konsistenz. Und ja, die bringst du jetzt einfach auf deine Leinwand drauf. Also du siehst, es sind jetzt so vielleicht fünf Kleckse, die du jetzt hier einfach raufschmeißt. Und die sollen auch für die ganze Leinwand reichen, also auch für diese große So, da haben wir hier die schönen Werkzeuge. Das sind alles Werkzeuge aus der Küche. Ja, doch, der hier auch. Also den gibt es auch als Küchenwerkzeug. Ich schreibe aber wieder alles unter das Video. Jetzt verstreichen wir erstmal schön die Paste. Wer gern Blechkuchen backt, für den ist das hier auf jeden Fall was. Ja, bei großen Leinwänden ist ja immer so ein Kreuz dahinter. Die Leinwand lag auch im Auto vorhin und dadurch ist sie nicht gespannt. Und so kriege ich das einfach wunderbar glatt, ganz einfach, also gar nicht kompliziert. Jetzt machen wir noch mal so eine schöne kantige Struktur. Ich finde die immer ja, sehr besonders durch die Folie. Drück das einfach so drauf und dann ja, brauchst du gar nichts weiter zu machen und dann trocknest du das einfach. Habe ich hier schon so schnell eine ganz schöne Textur drauf. Ich hoffe, du siehst das. Wenn nicht, sehen wir es gleich. Also wir färben es jetzt ein. Es ist noch ein bisschen klamm. Also ich merke, das ist noch ein bisschen klamm, aber gut. Ich möchte das jetzt hier in dem Bereich so ein bisschen golden haben und will die Farbe so ein bisschen drauf fließen lassen. Und deswegen brauche ich ein bisschen Wasser und meine Farbe. Wie toll ist das? Bitte schön. Also, ich sag's ja immer wieder: Schmeiß rauf, mach einfach, genieße den Moment. Und jetzt verstreichen wir das einfach und ich will so einen leichten Glanz in Gold haben. Der Plan ist jetzt nicht komplett bis zu Ende gedacht, aber bis hierhin hatte ich so die Idee. Und jetzt schauen wir mal weiter. Immer noch mal einen Pinsel und verstreichen das. Ja, es zieht schnell an und sind so schöne Effekte. Also, wow, es sieht schon klasse aus hier. Besonders die Stelle, die mag ich total gerne. Da ist die Struktur so schön betont und schimmert so schön warm golden. Ja, gut, wie geht's weiter? Ich habe mir hier ein paar Farben hingestellt und dann fangen wir mal hier unten an.
auch schön, diese Pinselspuren hier. Finde ich total inspirierend. Jetzt noch mal so ein bisschen fließen lassen und mal ein bisschen dünn eine Farbe darauf ziehen. Mal schauen, wie das nachher durchscheint. Der Plan war eigentlich, dass ich da diese Metallicfarbe noch sichtbar lasse, aber irgendwie passt das nicht. Ich glaube, ich male es einfach so über und gucke mal. Machen wir mal kurz einen Stopp, gucken uns das mal an. Also es ist anders als geplant, aber irgendwie hatte ich auch gar nicht so den Endplan. Hier ist so ein Krümel. Ja, also da oben wollte ich eigentlich ganz viel von dem Grundfarbton haben, aber es passte nicht. Und hier unten wollte ich auch den Farbton noch sichtbar haben. Die Idee kam mir aber auch erst vorhin, den Farbton hier nochmal hinzusetzen und da oben auf jeden Fall auch. Und damit fange ich jetzt einfach mal an. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es mir so gefällt. In der Vorstellung vorhin beim Malen hatte ich so die Idee, aber ja, mal sehen, ich weiß es noch nicht. Ich habe es nochmal abgeändert. Ich bin so ein bisschen hin und her. Ich weiß nicht genau, was mir jetzt besser gefällt. Und manchmal muss man es auch einfach ausprobieren oder auch einfach nur mal liegen lassen.
je nachdem. Auf jeden Fall hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es ist eine sehr simple, einfache Arbeit. Also auch du als Anfänger kannst das wunderbar machen und diese schöne Textur einfach in dein Kunstwerk bringen. Ich schreibe dir wieder unter das Video die ganzen Materialien. Also überall scheint mir dieser Bronze-Gold-Ton durch und ja, man sieht überall auch die Textur auf den hellen Flächen und auch auf den dunkleren. Also einfach machen. Schön, dass du hier bist. Danke für dein Like. Dankeschön. Tschüss. Ja, das hat Spaß gemacht und ja, es war eine einfache Arbeit, und die auch gut für Anfänger ist, gerade mit so einer Passen zu arbeiten. Dann hast du es nicht so schwer, die Fläche interessant zu gestalten, denn über die Struktur ist schon was da und du brauchst, wie du gesehen hast, gar nicht so ordentliche Farbaufträge zu schaffen. Und auch der Pinselstrich darf gerne stehen bleiben und wirkt dann in dieser Struktur einfach mit. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Vielen, vielen Dank für dein Like. Wenn dir das Video gefällt, like es bitte, denn dann wirst du auch weiterhin Videos von mir zu sehen bekommen. Auch danke für dein Abo, das unterstützt das natürlich auch. Und dein Kommentar ist für mich, das ist eine Herzensangelegenheit. Dankeschön dafür. Mach's gut, hab einen schönen Sonntag. Tschüss.